Wir haben wieder einen tollen Beitrag. Die Rosen von Nizza. Am Tisch Döner von Istanbul gibt es jetzt die Rosen von Nizza. Und ich würde mal sagen, ja, um was geht es bei den Rosen von Nizza? Wo fangen wir an, Andrea? Ich weiß nicht, wo wir anfangen. Also, ja, Nizza war überhaupt Transformation pur, unbewusst. Nizza war für mich Transformation, also wenn ich jetzt dran denke, es war von Anfang an unbewusste Transformation eigentlich jede Sekunde. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir bei den Rosen an. sonst glaube ich, würde es jetzt den Rahmen sprengen. Ja, wir können ja kurz erzählen, um was ging es, warum waren wir überhaupt schon wieder in Nizza, nachdem wir in Istanbul waren. Wir waren ja zum Arbeiten in Nizza, aber die Art und Weise, wie absolute Arbeit geht im Absolut, ist ja ganz anders. Wie ist ganz das? Genau, also wenn ich jetzt erzähle, also ja, eben, also ich bin eigentlich wirklich wegen dieser Workation nach Nizza, die wäre eigentlich im Engadin gewesen bei der Patricia und wir wollten aber beide Sonne und Strand, also ging es nach Nizza. Und wir haben eigentlich jede Minute gearbeitet, obwohl wir nicht wirklich gearbeitet haben, jetzt wie man sich vielleicht Arbeit vorstellt. Und das ist ja für mich immer das Spannende, wenn ich mein Mind öffnen muss oder wenn ich meine Vorstellungskraft öffnen muss. Und das ging los bei Austern. Es ging ja schon von viel früher los. Es ging eigentlich los, dass du eine Verspannung in deinem Hinterteil hattest. Genau, also es ging eigentlich so los, pünktlich zu Nizza, es war am Mittwoch, hat sie bei mir eine wahnsinnige Verspannung im Gesäßmuskel angekündigt, also ich konnte nicht sitzen. Es hat überall gezogen, es hat von oben, vom Nacken wirklich bis zur kleinen Zeh gezogen, bin dann am Flughafen, hab mir dann einen Gangplatz organisiert, weil ich mein Bein ausstrecken muss. Die hat da einen Ball dabei. Ich glaube, der liegt da sogar noch, ja. Das ist der Faszienball, weil ich gedacht habe, ohne den Faszienball, ich kann nicht sitzen. Und ich war nur im Yoga und es ist aber nicht besser geworden. Es ist eigentlich eher schlechter geworden. Und dann hatte ich schon das Glück. Und zwar meine Frage vorgängig war immer, und das kommt jetzt auch wieder zu die Rosen von Nizza, ich will das mal live sehen, wie eine Beziehung ist, die immer locker leicht ist, da wo es prickelt, da wo man sowas vor all in ist für sich. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie ich das im Alltag leben kann. Also ich habe meine Hausaufgaben immer gemacht mit Selbstkonzept in der Theorie. Aber für mich war der nächste Schritt, ich muss das mal sehen, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann habe ich eigentlich diesen Wunsch, ask and it's given. Ich habe gesagt, Leben, zeig mir das, aber in der Leichtigkeit. Also ich habe mir gedacht, ich bin ja gespannt, wo ich das sehe. Und dann bin ich eben noch mit meinen Rückenschmerzen eincheckt und durfte dann bei einem Pärchen sitzen, die genauso waren. Also die haben mich total fasziniert. Die waren sowas voll in, waren mein Alter. Also es waren nicht Teenager oder waren auch nicht Ältere. Es war genauso mein Alter zwischen 30 und 40. Also ich tippe mal um die 35. Und die waren sowas vor allem in und es war so, so locker leicht und die haben sie begehrt, die waren interessiert aneinander, die haben so einen Flow miteinander gehabt, was sie vorher wirklich nicht konnte. Und mein Problem war immer, ich konnte mir diese Vorstellung, also die Vorstellung von einer Beziehung, die wo ich mich wirklich reizt, wo ich sage, dafür würde ich jetzt all in gehen. Wie ist so ein Mann? Wie ist das miteinander? Ich konnte mir das immer nicht vorstellen. Und da wurde ich schon sehr, sehr reich beschenkt mit diesem Flug und diesem Pärchen. Also ich konnte das sehen. Ich konnte ja sehen, wie die miteinander kochen, wie die ihren Alltag haben. Die waren sowas von in love oder die waren sowas von all in, voller Leichtigkeit und Freude, dass ich wirklich sehr, sehr beflügelt in Nizza ankommen bin. Dann ging es ja weiter. Ich hatte Rückenschmerzen. Wir hatten noch einen schönen Abend am Campingplatz, sind wir dann nach Nizza Stadt gefahren und ich konnte im Auto wirklich kaum sitzen. Also ich hatte immer meinen Ball dabei, weil der einen Gesäßmuskel entspannt. Und
Ich habe ja einige meiner Self-Love-Challenge, die wo mit dem Thema Gesundheit hadern, wo ich mir dann gedacht habe, es muss ja gehen. Also, ich habe es nicht mit der Patricia gesagt, aber ich habe für mich dann, als wir nicht zur Stadt waren, gesagt, der Rückenschmerz, der geht. Ich will jetzt eine geile Zeit in Nizza haben, der Rückenschmerz, der geht, war auch wieder ein Befehl. Es war eine Entscheidung, der geht. Und ich habe es auch gar nicht ausgesprochen. Es für mich war klar, wenn die Gesetze funktionieren, dann geht der Rückenschmerz jetzt. Mir hat man dann einen total tollen Beach Club. Die Wellengeschichte, ja, führe jetzt nicht groß aus, die ist ja live, aber jedenfalls. Naja, gut, aber manche haben es vielleicht noch nicht gehört. Okay, dann erzähle ich gern weiter. dann hat die auf einmal den Impuls, also ich schicke vorweg, ich mag keine Wellen, ich mag Wasser nicht so gern, also zumindest nicht, wenn ich drinnen bin. Ich bin eher der Thermalbad-Typ, der bei 36 Grad irgendwo in der Therme im Wasser ist. Wir waren am Vormittag schon am Strand, es hat mich nicht gereizt. Patricia hat zwar dann geschafft, dass ich ins Meer gegangen bin, es war schön, aber es hat mich jetzt nicht begeistert. Also ich bin nicht der Wassertyp, der da im Meer schwimmen muss. Mir reicht das, wenn ich das vom Strand aus sehe. Und dann sind wir da, unser Hotel war so auf einem Hügel, dann sind wir da die Promenade runter und es waren heftigste Wellen. Und ich wusste, ich muss da rein. Ich muss in diese Wellen. Und es ist völlig gegen meinen Verstand, weil ich hasse Wasser über meinem Kopf. Ich hasse, wenn es spritzt. Ich hasse, wenn ich die Kontrolle abgebe. Ich bin ja nicht der Wahnsinnsschwimmer. Also mich begeistert Wasser einfach gar nicht. Und dann sind wir da runter und wir haben diese Wellen so gezogen. Und ich hatte auf einmal voll die Freude. Und ich immer, schau doch mal die Wellen. Und die Wellen sind so toll. Und da gehen wir doch jetzt rein und so weiter. Und Patricia immer nur so, ja. Weil sie kennt mich und ich war völlig fasziniert und ich war völlig all in. Das all in ist vielleicht jetzt das Wichtigste für euch, ja. Ich war völlig all in für diese Wellen. Ich wusste, ich gehe in diese Wellen. Und dann sind wir an dem Beach Club angekommen, dann hat Patricia Rosé bestellt und dann habe ich mir nur gedacht, Himmelherrschaft, ich muss doch ins Wasser, ich will in dieses Wasser rein. Und wenn jetzt der Rosé kommt, danach gehe ich sicher nicht mehr. Und ich will doch da rein und ich gehe da allein. Und wenn sie dort schon auf dem Liegestuhl ist, es ist egal, ich muss in dieses Wasser. Und dann kam es, wie es kommen muss. Ich war völlig klar, dass ich da reingehe, egal ob der Wein jetzt kommt oder ob sie mitgeht. Ich wusste, ich muss in diese Wellen gehen. Und dann kam der Wein nicht. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ja komm, jetzt geh mal rein, du willst ja da unbedingt rein. Und dann ist ja was passiert, das kann ich immer noch nicht glauben. Man sieht es, glaube ich, immer nur. Wir sind in diese Wellen und mir hat es total gewaschen. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe mich umgedreht im Wasser, ich habe eine Welle auf mich zukommen sehen. Was dann passiert ist, ich habe keine Ahnung. Es war out of order, oder? Also ich habe Purzelbäume geschlagen, unter Wasser, ich hatte eine Beule, ich habe eine dicke Lippe. Ich war völlig außer Kontrolle. Ich kann das Gefühl gar nicht mehr beschreiben. Die Wellen sind wirklich auf mich reingebrochen. Die waren riesig, die waren so machtvoll und ich habe Purzelbäume geschlagen, unter Wasser, ich war völlig out of control. Ich habe nur noch immer an meinen Rücken gedacht. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, mein Rücken. Und es war eine scheiß Idee, das habe ich mir immer gedacht. Kannst ja nicht mit deinem kaputten Rücken in diese Wellen gehen und jetzt zahlst die Buße. Also irgendwie so, das war so in mir drinnen. Und irgendwann hat mich dann so eine Riesenwelle an den Strand zurückgespült und ich war wirklich, ich hatte Angst, weil es außer Kontrolle war und die Wellen sind nur noch über mich reinbrochen. Ich weiß nicht genau, was unter Wasser passiert ist. Also es war wirklich für mich ein Desaster, oder? Mein Kopf war unter Wasser, ich hatte null Kontrolle. Ich konnte es nicht aufhalten, sondern irgendwann bin ich dann an den Strand gespült worden. Und Patricia war schon da. Patricia hat mich dann in Empfang genommen. Das weiß auch bis heute keiner, wie das ging. Die war wesentlich weiter weg von mir. Aber jedenfalls, sie stand da. Und sie hat dann nur gesagt, oh mein Gott, du blutest ja. Und ich war völlig im Schock. Ich hatte wirklich einen Schock. Und wenn ich heute an das Erlebnis denke, habe ich immer nur einen Schock. Weil es
völlig außer Kontrolle war. Ich habe blutet, ich habe eine Beule gehabt. Als ich zu Hause war, wie gesehen, ich bin ja überall grün und blau, wie misshandelt. Also mir jetzt wirklich, wirklich durchgewaschen. Und dann war aber schon das Faszinierende, ich bin aus dem Wasser gegangen und habe mir gedacht, es fühlt sich so gut an. Obwohl es der Schock war, dann habe ich erst gedacht, okay, das ist der Schock. Es ist alles weg. Weil ich hatte vorher schon immer ein halbes Jahr rechts da in der Mitte der Verspannung, wo ich beim Liegen gehabt habe. Und ich habe mich bewegt und habe mir gedacht, das ist alles weg. Und dann sind wir da zum Liegestuhl mit Eisbeutel und so weiter, weil die Lippe war wirklich dick. Und auch als der Schock verflogen war, es war alles weg. Die Verspannungen, auch die, wo vorher da waren, also wo ich schon gewusst habe, ja, da kann ich jetzt mal wieder ein Craniosacral oder so machen, die waren alle weg. Und ich bin wirklich wie, ja, so ein Kind, immer auf meinem Liegestuhl hin und her und habe versucht, weil mich da mein Verstand konnte nicht glauben, dass durch die Wucht, und es war eine wahnsinnige Wucht, oder? Also mir jetzt wirklich weggeschleudert, dass die Verspannung weg ist. Aber das war so. Als ich wieder klar war, war es eigentlich klar, weil ich habe vorher den Auftrag gegeben. Mein Auftrag war es, mir aus dem Hotel raus sind, die Verspannung muss weg. Und es war völlig unlogisch für den Verstand, dass ich ins Wasser gehe, weil ich mag kaltes Wasser nicht, ich mag Wellen nicht und ich gebe ungern die Kontrolle ab. Also mein Verstand wäre niemals in das Wasser gegangen. Aber der Auftrag war, die Schmerzen müssen weg. Und ich hatte ja vorher schon ausgeschlossen, weil wir gehen immer massieren, wenn wir zusammen unterwegs sind. Es war vorher schon ausgeschlossen, dass ich massieren gehe, weil ich habe mir gedacht, an meinen Rücken lasse ich keinen, der ist so verspannt, da lasse ich nicht irgendjemand ran. Also das war schon mal ausgeschlossen, aber ich wollte, dass es geht. Und logisch, jetzt im Nachhinein muss es was sein, was ich nicht kenne. Weil alles andere hätte ich nicht gemacht. Also ich wäre weder massieren gegangen, nur irgendwas. Also das Logische hast du einfach nicht gemacht. Aber das Logische habe ich nicht gemacht, weil mir gedacht habe, ich lasse keinen an meinen Rücken, weil der ist so verspannt oder vielleicht ist eine Entzündung drin. Das war eigentlich meine Sorge, weil es so gezogen hat. Ich mache, wenn das eine Entzündung ist und massiert wird, dann wird das ja nur schlimmer. Also und all diese Geschichten, was immer der Verstand erzählt, die waren da, aber der das Kommando, du wolltest unbedingt, dass es weggeht, weil wir hatten ja grandiosen Plan für den Abend und für den Wir hatten einen grandiosen Plan, ja, dann lasse ich die dann gerne erzählen. Aber mein Plan war, die Rückenschmerzen müssen weg. Und ich meine, für mich war es auch ganz klar, ich kann nicht in einer Self-Love-Challenge erzählen, es passiert alles im Verstand und selber schaffe ich es da nicht. Also das war für mich selber die Challenge, dass ich sage, ich bin gesund. Du bist nicht ins Wasser, damit du geheilt wirst. Ja, absolut nicht, absolut nicht. Also ich habe die Begeisterung wirklich erst und irgendwann, ich habe mir gedacht, das ist ja egal. Ich will jetzt eine tolle Zeit in Nizza. Also ich meine, Rückenschmerzen hin oder her und ich habe gesagt, der Rückenschmerz geht sehr spielerisch, muss ich sagen, sehr spielerisch. Aber ich habe gesagt, du gehst da, wo wir das Hotel verlassen haben, weil ich gesagt, du gehst. Und dann kommt ja diese Brücke da von Ereignissen und die muss sie halt gehen. Das ist eigentlich die Botschaft. Ich muss diese Brücke für Ereignissen gehen, weil wenn ich dann diesen Impuls habe, ich muss in die Wellen und die Wellen waren sicher nicht wegen meinem Rückenschmerz. Im Gegenteil, die waren eher der Verhinderer, wo mein Verstand ja auch, wo wir rein sind, gesagt hat, bist du sicher? Also der Rücken ist nicht förderlich, aber ich hatte diese Passion. Ich gehe da rein, no matter what, und mir hätte dann niemand aufgehalten. Also ich wäre da allein auch noch rein. Und dann muss ich aber, wenn ich sage, ich will das haben, und es ist mir vor allem sonnenklar, dass... Es war ja auch so wie losgelassen, weil... Es war losgelassen, weil man ihn nur gedacht hat, ich lasse mir von diesen Rückenschmerzen mein Event da nicht versauen, oder? Also das war ja wirklich losgelassen. Genau, und ich lasse mir die Wellen nicht versauen und ich lasse mir eh nichts versauen. So. Ja, und ich habe mir gedacht, eigentlich habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn der jetzt weg wäre. Aber ich lasse mir so auch nicht versauen, weil ich meine, dann stehe ich halt öfter auf. Also das war die Lockerheit, oder, wo ich da brauche. Es war nicht verbissen, sondern die perfekte Version war, die sind weg. Plan B, wenn sie nicht weg sind, ist trotzdem toll. Ja, und dann waren sie weg. Es war alles weg, du warst wie neu.
Ich war wie neu. Also du bist immer noch wie neu, oder? Ich bin immer nur wie neu. Und das sind so crazy, crazy Sachen, von denen wir überhaupt nichts wissen können, oder? Und ich habe dann gesagt, du, ich habe am Freitag habe ich jemanden kennengelernt, einen ganz tollen Chefkoch aus Südafrika, den habe ich einfach angesprochen im indischen Restaurant, wo ich da mit einer ehemaligen Klientin war, wo sie mir auch von ihren Manifestationsstories erzählt hat. Und der saß alleine am Tisch und wir haben halt auch so indisch scharfe Sachen gegessen und der saß und schwitzte. Da habe ich den angesprochen und habe Connection gemacht. Der hatte so eine geile Energie. Und dann haben wir ausgetauscht und dann hat er mir tatsächlich dann nachher noch geschrieben. Und ja, ich bleibe doch noch länger. Und dann habe ich gesagt, ja, eben, aber nicht allein. Und wir sind dann zu zweit, aber wir wollen am Samstag ausgehen und was trinken, was essen, ob er Lust hat. Und dann hat er gesagt, ja. Dann hat er sich gemeldet. Dann habe ich gesagt, du hast jetzt in Nizza gelebt früher. Der ist gerade aus Saudi-Arabien zurückgekommen und hat einen Job als eben Koch bei dem reichsten Scheich von Saudi-Arabien. Er war einer von 150 Köchen. Ganz krass in den Lebenslauf und hat er uns alles erzählt, aber das wusste ich ja vorher gar nicht. Ich dachte einfach nur, der ist toll. Und so war es dann auch. Dann sind wir mit dem, haben wir uns verabredet und dann waren wir schon früher dort und plötzlich kommt er. 2 Sträuße Rosen. Einen für jeden. Daher auch der Name, die Rosen von Nizza. Ja. Aus dem Nichts heraus kommt ein quasi fremder Mann in einer richtig geilen Energie und kommt und bringt Rosen mit. Und der hat uns einen Abend beschert mit Gentleman-like, galant, Stil. Nie gesehen. Nie da gewesen. Nie da gewesen. Ja, ich muss ja sagen, mich flasht das heute noch. Mich konnte der ja gar nicht. Ich habe einen Strauß Rosen gekriegt. Und dem sei Energy, dem sei Vision. Und es ging da nicht um das typische Dating, sondern das war für mich ein absolutes Match. Match. Auf dem higher Level, oder? Also ich bin nur noch da gehabt, wow. Sowas gibt's. Wo ich natürlich auch wieder dran gedacht habe, ich habe das ja bestellt. Weil es kommt für mich eigentlich, das ist vielleicht auch noch interessant, ich habe vorher die Klarheit gehabt, ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber Leben zeigt mir, was matcht mit meinem Mindset, mit meiner Energy. Gibt es einen Mann, der so denkt? Ich kann mir eine Human Design Beziehung vorstellen und ich meine, ich war im Flugzeug schon total beschenkt, dass es nur besser geht, hätte man auch gar nicht erwartet, aber grundsätzlich war dieser Wunsch im Raum und dieser Mann hat energiemäßig mein oder unseren Horizont sowas von erweitert, also dass ich da heute noch on bin, wow, sowas gibt's. Und da ging es nicht irgendwie über ein Ding zwischen Mann und Frau, das war gar nicht. Das war out of order. Da ging es wirklich nur um Energie, da ging es nur um energetische Match und das war so, so unglaublich. Und ich meine, das Business Mastermind, wo die Andrea jetzt drin ist, heißt ja Absolut. Und der hat uns dieses Divine Design Absolut Konzept erklärt aus seiner Sicht mit seinen Worten und hat immer wieder gesagt, das ist alles absolut. Ja, und ich bin wirklich da gekommen. Was? Also wirklich, ich musste mich so kneifen, wo ich gedacht habe, wow, eine völlig fremde Person. Also ich habe den ja an dem Abend erst kennengelernt. Ja, und ich hatte vorher über 3 Tische hin Konversationen. Kannst du ja auch nicht? Nein, gar nicht. Also eigentlich so krass, dass ein fremder Mensch sich so heimisch anfühlt, energetisch. Also das war für mich das Crazy, weil ich habe mir gedacht, mein Gott, die kennen ihn schon ewig. Also ja. Der war vertraut, aber von einer ganz anderen Ebene. Also wenn ich jetzt irgendjemanden treffe und wie der gesprochen hat, in einer Wertschätzung, in seiner Vision, wie der seine Geschichte erzählt hat, knockt.
der hat sich komplett nackt gemacht, der hat erzählt, wo er angefangen hat, was er da verdient hat, was er da gemacht hat. Er hat von seiner Ex-Beziehung erzählt. Und ich habe sowas noch nie erlebt, dass jemand so nackt vor einem steht, mit Frauen, die wo er nicht mehr kennt. Also Patricia hat ihn vielleicht eine Stunde länger kennt als mich, aber wir waren eigentlich drei Fremde, oder? Drei Fremde haben sie getroffen. Der macht sie völlig nackt. Auch was gescheitert ist, was gut war, der hat seine Vision verkörpert. Und er hat gesagt, er glaubt an Gott, aber Gott ist eine Energie. Ganz genau. Da wortwörtlich gesagt, und es gibt absolut nichts anderes wie das. Genau, und der hat uns auch hofiert, beide. Also es war nicht das klassische Date, oder, zwischen Mann und Frau, sondern der uns beide hofiert. Es war immer diese Wertschätzung uns gegenüber da, aber die hat man mir ihm gegenüber auch. Es war völlig ungezwungen. Es war keine Bedingung dran an dem, sondern es haben sie drei Divine Design Energien haben sie an dem Abend vereint. Und ich muss sagen, ich habe sowas noch nie erlebt. Also mir macht das immer nur platt. Was aber auch meine Frage beantwortet hat, wie will ich es denn haben? Ja, so, wow. Und ein Mann, der weiß, wer er ist, mit klarer Vision. Ganz genau. Und ich konnte nie glauben, dass das gibt. Jetzt weiß ich, dass es gibt. Und mich macht der immer nur platt. Aber auch nicht auf dieser Human Design Ebene, als ich sage, wow, der hat so gut ausgeschaut. So ein toller Mann, der schaut so gut aus. Nein, gar nicht. Nichts von dem, ja? Das, was ich mir immer gesehen habe, ich brauche nicht einen Katalogtypen, sondern ich brauche einen, der wo mit meiner Energy matcht. Und das ist ein Unterschied wie Himmel und Hölle. Es geht nicht ums Außen, sondern es geht, wenn sie die Energien, wenn die matchen, wenn da einer sitzt, der auch eine Vision hat, wir haben ja alle eine Vision, der spricht das aus, der ist uns in einer Wertschätzung gegenübergekommen, sowas habe ich noch nie erlebt. Wirklich eine Wertschätzung fürs Leben, eine Wertschätzung für uns, also wirklich wertschätzend. Ich kann es gar nicht anders sagen, vielleicht hast du andere Worte. Und der in diesem Absolut ist, der wo sagt, ja, es ist alles Energie. Ich habe mich von ganz unten hochgearbeitet, weil ich meine Vision kenne. Ich kenne meine Vision. Und ich weiß, dass alles möglich ist. Er hat auch gesagt, es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Ich meine, als Koch von Südafrika, dich zum reichsten Scheich hochzuarbeiten, dort mehr Geld zu verdienen wie andere, also im Monat mehr Geld zu verdienen, wie andere im halben Jahr verdienen, oder? Aber er ist ja weit von unten gekommen, also er hat vielleicht ein Zehntel von dem verdient, was man normal, sage ich mal, in Deutschland und der Schweiz verdient. Aber was mir an den Menschen so begeistert hat, den hat seine Passion gezogen, ich will kochen. Ich will kochen, ich will den Menschen zeigen, wie toll Essen ist. Und das ist ja eigentlich das Geilste, wenn ich eine Passion habe oder wenn ich weiß, wow, dafür brenne ich. Äußere Umstände, wieder 100 Euro im Monat kriege, 20.000, es ist egal. Aber er ist für mich dieses lebende Beispiel, der wo seine Passion lebt und der auch dafür belohnt wird, oder? Weil der Energieausgleich, es kann ja gar nicht anders sein, wenn ich wertvolle Sachen mache. Und ich meine, unser Abendessen, das war ja vom Feinsten, der hat da bestellt. Also ich hatte totale Geschmacksexplosion, hätte man vielleicht selber gar nicht bestellt. Und der hat so eine Freude gehabt, dass er uns mit Essen begeistern kann. Der nächste Schritt, dann komme ich ja dahin, wo ich entlohnt werde. Dann komme ich dahin, wo mein Platz ist, nämlich ganz oben, weil ich diese Passion habe. Ja, und diese Passion und gleichzeitig aber auch diesen Mut. Ja? Den Mut. Das ist ja das Erste, oder? Auch diesen Mut, einfach mal in die Wellen zu gehen, wie du, oder auch ich jetzt einfach einen Fremden anzusprechen. Ich hatte gar keinen Grund, den anzusprechen. Also ich wollte den nicht aufreißen, gar nichts. Aber das war... wow, das ist meins, das gehört in meine Welt, das passt. Und genau so zu leben und dann einfach diese Dinge so
machen zu lassen für sich, einfach für sich machen zu lassen, weil die werden für einen gemacht. Ich muss nur aufmachen und ich muss bereit sein, diese unbekannten Sachen zu erleben. Das ist, glaube ich, das. Und ich meine, wenn man das jetzt zurückverfolgt, was ist energetisch passiert? Ich meine, du bist ja da schon absolut unterwegs und ich wollte es absolut erleben. Und das Leben, die Energien kreieren dann irgendwas, dass ich das erleben kann. Also das ist ein Zusammenspiel, das kann der Verstand nicht erleben. Nein, der Verstand kann das überhaupt nicht machen. Weil wir hatten ja absolut nicht vor, ein Date zu haben. Also ich war, ich war völlig... Ja, weil es ja auch kein Date war, sondern es war wirklich wieder ein Meeting mit dem verkörperten Divine. Also in der Bibel hätte man gesagt, wir hätten ein Date mit Jesus vielleicht. Ja, ohne Scheiß. Und ich meine, aber was geht da voraus? Ich muss mich öffnen, als ich sage, ja, ich will sowas sehen. Oder ich muss mein Mind da hinkriegen, als ich sage, zeig mir was, was ich nicht kenne. Oder ich muss meine Schleuse nach oben öffnen. Und dann muss ich aber sicher sein, dann brauchen wir gar nicht vorstellen, wie schaut denn sowas aus. Ich meine, mein Vorteil war, ich wusste absolut nicht, wie sowas ausschauen kann. Aber ich habe mal gedacht, schauen wir mal. Und dann war das ja 3-4 Tage später in der Perfektion da. Ja, aber ich muss einfach mich bewegen. Ja, das Allerwichtigste ist, ich muss mich bewegen. Ich kann nicht in meinem Daily Trot immer wieder das Gleiche machen oder das oder das. Ich meine, das hat ja auch schon angefangen, dass wir gesagt haben, ja, wir mögen eigentlich keine Austern. Und dann haben wir Austern gegessen, wie verrückt. Einfach neu angefangen, oder? Diese alte Überzeugung von Austern zur Seite gelegt, weil da einer war, der gesagt hat, Austern sind Hammer. Ich bin einmal die Woche hier, das Frischeste, was es nur vom Frischen gibt, das ist Hammer. Der hat gestrahlt und geglüht und wir sind da vorbeigelaufen und haben gedacht, Austern? Nee, honestly. Und der hat dann seine Energie für sein Zeug. Das war so krass, dass wir beide, die keine Austern mögen, gesagt haben, egal, komm, wir probieren. Was ja nur wichtig ist, wir haben beide schlechte Erfahrungen mit Austern. Also wir haben ja beide schon mal Austern gegessen, wo schlecht waren. Ja, aber wir wussten ja nicht mal, dass sie schlecht waren. Wir dachten ja, das ist halt Austern. Wir dachten, Austern sind so. Ja, das ist ja das Nächste. Wir dachten, Austern sind so. Und dann ist aber dieser Fischverkäufer, keine Ahnung, was der war, gekommen und hat uns in seine Welt empführt, oder? In die Welt, wo Austern toll sind, wo er gesagt hat, wow, das ist mein Reich, ich habe so tolle Sachen. Und ohne Mist, mir konnte man nicht anders, mir musste man diese Austern essen. Also es war wie ein Sog. Es war, ja, wie ein Sog. War wie der gleiche Sog wie der Sog von den Wellen, oder? Das ja, ist ganz einfach, genau. Das ist einfach dieser Match, dieser Sog, und dann machst du das. Und ich meine, wir waren zu zweit. Und ich habe keine Sekunde gedacht, kann ich das jetzt der Andrea antun, dass wir jetzt Austern essen? Das war überhaupt keine Frage. Der Typ war da, wir haben Austern gegessen. Aber was eben mal spannend ist, weil ihr hättet uns ja nur Schnecken anboten und das war wirklich nicht unser. Und das wusste aber auch Patricia, oder? Und ich meine, wenn man sich das einmal, weil ich war am WC, aber wenn man das mal so zu Gemüte zieht, eigentlich wollte man keine Austern, es war klar, wir essen jetzt Austern, aber wir mögen mal keine Schnecken, oder? Und ich meine, das ist ja wieder das, wenn es matcht da oben, dann weiß ich genau, was ich will und was ich nicht will. Ja, also es war so fantastisch und so muss das Leben aus meiner Sichtweise funktionieren. Ja. Ich muss festlegen, wer ich bin, dann muss ich dabei bleiben und dann muss ich mich bewegen, wenn die Energie mich sozusagen ruft, also wenn dieser Match stattfindet von dem, was ich nachfrage, wenn dann das Angebot da ist, dann muss ich alle Vorurteile, da gibt es nichts, da muss ich das einfach verfolgen. Ja, wenn es die zieht. Und ich meine, das war bei den Austern so, uns hat es auf einmal mega gezogen, wir essen jetzt Austern. Und es zieht eben nicht aus Bedürftigkeit oder es zieht auch nicht aus, oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann verpasse ich was. Oder diese FOMO, Fear of Missing Out oder sowas. Oder gar nicht.
darum geht es überhaupt nicht, weil viele haben irgendwie so das Gefühl, weil das ja auch oftmals so ein Marketing-Ding ist, wenn es dich zieht, dann kaufst. Aber dieser Zug ist erfüllend. Es ist, erfüllend und nicht bedürftig, und er hat kein Umzu und er hat keine Zusammenhänge, er hat keine Rückschlüsse. Das fühlt sich komplett an. Von Anfang an fühlt sich das komplett an. Und nicht so, das sollte ich jetzt oder irgendwas mit dem Kopf. Gar nicht, weil es hängt keine Bedingung dran, sondern der war so begeistert von seinen Austern. Und wir wollten mit ihm teilen. Ja, das war wirklich wow. Ich will das jetzt haben, also ich will das jetzt probieren. Und ich meine, es war keine Bedingung dran, Mann, jetzt kaufe ich da 6 Dinger und wenn mir die jetzt nicht schmecken, dann habe ich da umsonst gezahlt. Gar nicht, sondern es war bang, es war der Match da, mir essen wir jetzt aus, mir essen wir das. Die waren so engagiert. Und ich meine, selbst wenn uns jetzt die Austern nicht geschmeckt hätten, dann hätten wir es ja stehen lassen können. Also, aber das ist eigentlich. Aber es war eigentlich gar nicht möglich, das zu schmecken. Eigentlich war es nicht möglich, weil der so passioniert war und es hat mit uns so gematcht und es war eine glasklare Entscheidung, jawohl, das machen wir jetzt, der muss dir für uns erst nur einen Tisch und Stühle besorgen. Ja. Der hat uns da wirklich nur eine ganz tolle Loge gebaut und die Begeisterung von ihm, die hat uns die Begeisterung. Es und das ist glaub, die Begeisterung. Ja, und das ist, glaube ich, das, wenn man so offen ist, so wow, ich stürze mich ins Abenteuerleben, ich stürze mich in was Neues, ich sage, ich will es limitlos, dann muss es halt auch gehen. Und ich glaube, das ist das, was so viel verhindert, wenn ich dann sage, na, lieber doch nicht. Ich meine, die Auster vor 10 Jahren, die hat mir nicht geschmeckt. Das ist einfach, die Rosen von Nizza sind so das Gegenteil vom Fischdöner von Istanbul. Total. Und wir das muss man auch sagen, in Nizza noch mit dem Fischdöner gesehen, in einem Restaurant, wo eine Schlange gestanden. Ja, genau. Und wir waren aber geheilt und selbst die Frage, warum steht da die Schlange, hat uns der Koch dann beantwortet, ohne dass wir gefragt haben. Das ist einfach, weil da oft Prominente zum Essen gehen. Und die posten das dann. Genau. Und das Essen ist aber mittelmäßig, oder? Und ich meine, das war wieder der Fischdöner. Ich muss nicht das haben, weil alle anstehen, sondern ich gehe dahin, wo mein Match ist, wo ich weiß, jawohl. Wir haben uns ja sofort wohl in dem Restaurant gefühlt. Es war ein völlig unspektakuläres Restaurant. Wirklich am Straßenrand, unspektakulär, also sauber, aber unspektakulär. Und wir hatten so ein tolles Essen, wir hatten so ein tolles Date. Also es war ein klares Level-Up von Istanbul, oder? Total Level-Up. Und die Kellner, die haben so eine Freude mit uns gehabt, weil wir so eine Freude gehabt haben. Also es war so ein ganzheitliches Erlebnis, wo zeigt, wenn ich mein Standing bin, was will ich? Ich will außergewöhnliche Erlebnisse, ich will was mit meinem Divine Design matcht. Genau, und dann passiert es halt auch, dass einfach deine Workation von St. Moritz nach Nizza verschoben wird. spontan. Es ist nicht dran hier. Nizza ist dran. Ja, und dann ist es aber richtig. Nizza. Nizza findet es statt. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich weiß es halt immer. Und das ist halt das, wenn man so an sich arbeitet, in diesen Seinszustand, dann kann ich sein, wo ich will. Dann ist überall, es ist so oder so, es ist überall ich. Ja, ich bin überall. Überall, wo ich bin, bin ich. Und das zu erfahren, mich zu erfahren in meinen verschiedensten Ich-Bin-Facetten, das ist das Spannende. Das ist das, was jeder sucht in diesem Leben. Wo man sich aber die Sicherheit haben muss, wie diese energetische Sache funktioniert. Weil ich muss safe sein, sonst habe ich Schiss. Und wenn ich Schiss habe, dann habe ich keinen Spaß. Und wenn ich keinen Schiss habe, habe ich auch nicht die Energie. Also es hängt alles nur mit mir zusammen. Wer ich bin, für was ich mich committed habe, für mich, für mein Leben. Und dass es kein Außen
mehr gibt, sondern dass es absolut alles 100% ich bin. Ja. Und es ist immer so, aber als ich absolut ich in meiner Scheißversion durch die Welt gereist bin, da war ich ja auch überall. Es war scheiße, weil ich war scheiße. Und da nützt es mir nicht, wenn ich die tollsten Reisen mache und die tollsten Sachen organisiere. Dann ist es trotzdem scheiße. Und das muss man einfach mal, deswegen teilen wir das auch so, weil einem es einfach bewusst werden muss, wie das funktioniert in diesem Leben. Und wenn ich mich absolut committe, dann heißt es absolut für mich, absolut für meine wildesten Träume. Und dann kommen die plötzlich. Ja, und dann darf ich es halt nicht bremsen, oder? Dann darf ich halt nicht sagen, na, lieber doch nicht. Na, wenn ich das Gefühl habe, wow, folgt dem Vibe, folgt der Energy, die bringt, ich meine, das sagt man in Istanbul ja so oft mit der Massage und so weiter, dass ich immer am richtigen Ort bin. Ich muss der Energie folgen, ich muss mir so sehr vertrauen, dass ich weiß, das ist jetzt gut. Ja. Das ist jetzt gut. Und dann muss sie gehen, weil sonst stelle ich es ab. Sonst das ist nämlich ein super toller Einsatz und deswegen müsst ihr alle mitkommen nach Wien. Oh ja. Weil es genau so funktioniert dort, oder? Weil es genau so, ich werde am Sonntag, werde ich den genauen Plan austeilen, verteilen, verschicken, verposten, vermailen. Aber was einfach sonnenklar ist, wir haben ein geniales Programm, aber drumherum haben wir Divine Design Experiences. Und darum geht es. Ja, wir haben Programm von Samstag mit 11 Uhr, 18 Uhr. Da ist Workshopping. Ich sage euch noch genau, was wir da alles machen. Richtig tolle Sachen. Und es geht hauptsächlich, geht es einfach wirklich darum, ich bin hier und da draußen bin ich auch. Aber wie kann ich mein Leben managen, sodass ich mich nicht beirren lasse, dass es außen mich daran stoppt, die zu werden, die ich wirklich bin und die ich sein will. Und da werden wir Übungen machen und so weiter und so fort. Und dann werden wir am Abend ausgehen, Weihnachtsmarkt, essen, tanzen, alles Mögliche. Am nächsten Morgen um 9 geht es dann weiter bis um 12. Und dann ist am Nachmittag ist alles freiwillig dann. Um 12 ist offizieller Schluss und wir wollen eigentlich noch ins Musical gehen und Afterparty machen. Jeder, der da noch länger da ist am Sonntag, auch bis Montag, ist natürlich auch herzlich eingeladen, mit uns alles noch zu erleben, was es sonst noch außerhalb zu erleben gibt. Und ich kann euch nur sagen, es wird absolut hundertprozentig grandios. Und ja, wartet auf die detaillierten Infos. Und ich weiß, einige haben Flüge schon gebucht und ich freue mich riesig drauf auf dieses Adventswochenende. Das wird der Oberhammer. Bin mal gespannt. Also, der Fischdöner von Istanbul. Die Rosen von Nizza. Was kommt in Wien? Ich freue mich wahnsinnig. Wir freuen uns schon mega auf die nächste Episode und wir freuen euch auch, dass ganz, ganz viele von euch da in Person zum Anfassen dabei sein werden. Es wird absolut großartig. Und ja, ich denke, wir kommen zum Schluss. Und wir sehen uns. Tschüss.